Fabian Böhm, sprichwörtlich in der letzten Sekunde, gebt ihr hier die Punkte aus der Hand. Wie bitter ist sowas? Ja, sehr bitter. Also, ja, wir waren eigentlich über 55 Minuten die klar bessere Mannschaft. Wir haben es aber leider nie geschafft, uns wirklich auf 2-3 Tore mal abzusetzen. Und ja, dann ist es natürlich super bitter, wenn man ja, durch einen direkt verwandelten Freiwurf, wo wir vielleicht auch ein bisschen pennen einfach. Ja, das darf uns nicht passieren. Und wir dürfen eigentlich gar nicht erst in Bredouille kommen, dass es so knapp wird, weil wir eigentlich das Spiel im Griff hatten. Wir haben natürlich ein bisschen uns schwer getan mit den zwei Kreisläufern von Melsung. Aber ja, trotzdem ist es eine, meiner Meinung nach kein verdienter Sieg für Melsung, sondern völlig unverdient. Ihr gewinnt eure Spiele meistens auch, mit, wenn ihr wenig Gegentreffer bekommen habt. War das auch ein Punkt, dass ihr mit 31 Toren heute zu viel Gegentore gefangen habt? Absolut. Also wir waren von Anfang an einfach ja, nicht da in der Verteidigung. Also wir haben den Gegenstoß eigentlich ganz gut im Griff gehabt von Melsung, was wir uns vorgenommen haben. Aber in der Verteidigung sind wir nicht stabil gewesen. Wir konnten den Torhütern nicht wirklich helfen. Und ja, mit 31 Toren ist es einfach schwer, in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen. Und ja, da sind wir einfach selbst schuld. Vielen Dank, Fabian.